Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! Zwei Mannschaften, die unbedingt ins Finale wollen, die weiter vom Titelgewinn bei der EM 2024 träumen wollen. Halbfinale! Das Halbfinale der EM live. Liebe Fußballfans, willkommen zum Halbfinale der EM 2024. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann werde ich dieses Spiel heute für Sie zu Hause kommentieren. Niederlande gegen Türkei. Halbfinale bei der EM 2024. Jetzt muss eine Topleistung her, denn es steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, beide sind natürlich auch ein Stück nervös. Geht ja gar nicht anders. Klar, nach außen trittst du vor so einem Spiel selbstbewusst auf. Aber in dir drin, da weißt du, das ist eine schwierige Aufgabe. Da ist die Chance. Gut dazwischen gegangen. Die Aufstellung der Niederlande. Virgil van Dijk spielt mit Stefan de Vrij in der Abwehr. Und im Sturm ist Memphis Depay. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ferdi Kalioğlu. Jetzt Hakan Çalhanoğlu mit dem Ball. Das ist erneut Çalhanoğlu. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Was traust du Memphis Depay in dieser heutigen Begegnung zu? Er ist ein extrem athletischer Spieler, kann seinen Körper gut einsetzen. Ist nicht wirklich leicht, ihn vom Ball zu trennen. Schirmt den Ball da super. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Man muss es neidlos anerkennen. Über viele Jahre hinweg waren die Niederlande sowas wie ein Vorreiter im europäischen Fußball. Ja, und das nicht nur wegen des Tempo-Fußballs, den die Mannschaft in den 90ern gespielt hat. Auch die Jugendarbeit war immer richtig gut, ganz besonders natürlich bei Ajax Amsterdam. Zuletzt allerdings hat das ein bisschen nachgelassen. Kaan Ayhan. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu passiv. Macht er das Tor? Und dann doch der Ballverlust. Jeremy Frimpong. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Wichtige Aktion.
Cody Gakpo. Ake. Ballverlust der Niederländer. Van Dijk. Xavi Simons. Jetzt Dumfries. Dumfries. Die lassen den Ball gut laufen. Das ist Memphis Depay. Könnte die Führung werden. Gute Parade. Da hält er diesen Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Cody Gakpo. Gutes Pressing jetzt. Gut den Ball verteidigt. Gut den Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ferdi Kalioğlu. Viel Vorwärtsdrang jetzt. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Simons. Jetzt Dumfries. Jeremy Frimpong. Xavi Simons. Macht er gut. Sie wollen die Führung, aber das gehen sie sehr ruhig an. Am Ball jetzt Xavi Simons. Memphis Depay am Ball. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Und jetzt geht's hier weiter. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Die Chance zur Führung. Frimpong. Die Niederländer mit dem Angriff. Dumfries. Der Ball wird hier gut in den Rückraum gespielt. Gakpo. Gutes Passspiel hier. Dumfries. Den Ball holt er, gut verteidigt. Guter Vorstoß. Gutes Tackling hier. Van Dijk. Simons. Frimpong. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Guter Pass.
Arda Güler. Ferdi Kalioğlu. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Zieht den Ball zurück. Klasse Anspiel. Hakan Çalhanoğlu. Ball wird abgeschirmt. Schießt er ihn rein. Van Dijk nach zu. Ake. Nur Memphis. Sieht vielversprechend aus. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Cody Gakpo. Xavi Simons. Setzt sich durch. Das ist Xavi Simons. Stark verteidigt. Das macht er ganz energisch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Simons. Und er gewinnt den Zweikampf. Gakpo. Cody Gakpo. Sie bauen den Angriff auf. Und jetzt bekommen sie die Chance. Super Tackling. Samet Akaydin. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Die Riesenchance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Es gibt einen Wechsel. Jeremy Frimpong. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Simons. Jeremy Frimpong. Ballverlust. Viel Zeit ist nicht mehr. Noch 5 Minuten, um hier irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel, aber sie greifen nochmal an. Cody Gakpo. Erstmal geblockt. Arda Güler. Das Ake. Und De Frey. De Frey. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Gakpo. Noch gibt es keinen Sieger. Wir kriegen noch einen Nachschlag. Die Teams gehen in die Verlängerung.
Wechsel bei der Türkei. Nicht mehr dabei. So, weiter geht's. In der ersten Hälfte der Verlängerung. Los geht's. Und ich glaube, so langsam wird die Fitness eine Rolle spielen. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Wijnaldum, der ist nicht drin, gehalten. So, Ecke kommt. Schöner Befreiungsschlag. Dumfries. Am Ball jetzt Xavi Simons. Dumfries mit dem Ball. Das ist Xavi Simons. Er passt gut auf und hat den Ball. Baris. Çalhanoğlu. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Es gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Da kann er jetzt erstmal klären. Steigespiel von Hakan Çalhanoğlu. Er ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Die Ecke kommt. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Luzarel Gertruida. Am Ball jetzt Cody Gakpo. Ake. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Van Dijk. Luzarel Gertruida. Xavi Simons. So langsam nähern wir uns dem Ende. Jetzt gleich noch mal 15 Minuten in der Verlängerung. Wechsel bei den Niederlanden. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Gefährlicher Pass jetzt.
So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Jetzt Memphis Depay. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Der Ausgleich muss irgendwie her. Jetzt vielleicht mit der Ecke. Ecke in die Mitte. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Tja, hier beinahe ausgeglichen, kurz vor Spielende. Aber das war eben auch eine super Parade. Jetzt wird's eng. Und jetzt diese Chance. Gut abgeblockt. Das war eng, aber er hat ihn. Wijnaldum. Frimpong. Also, 4 Minuten haben wir noch hier in der Verlängerung. Memphis jetzt. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ball kommt an den langen Pfosten. Der ist drin und damit ist dieses Halbfinale wieder offen. Was für eine dramatische Schlussphase. Hier ist wirklich alles drin in diesem Spiel. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Wir bekommen nochmal einen Nachschlag. Es geht ins Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen beginnt. Gehalten! Da bleibt er eiskalt, hält das Ding einfach. Unglaublich! Den hat er verschossen! Und von wegen, das ist so einfach vom Punkt. Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Gehalten! Das macht er klasse und entscheidet sich genau richtig. Mein lieber Freund, ein echter Kunststoß und drin. Ein Lupfer in die Mitte, das traut sich auch nicht jeder. Super Elfmeter. Genau unten in die Ecke, unhaltbar. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Jetzt muss er cool bleiben, denn wenn der Ball nicht reingeht, dann haben sie das Spiel verloren. Drin ist er. Jetzt brauchst du starke Nerven. Wenn er den Ball reinmacht, dann haben sie das Spiel gewonnen. Sie sind im Finale. Das Elfmeterschießen ist gewonnen. Und jetzt atmen sie tief durch. Jetzt bedanken sich alle bei ihm. Macht den entscheidenden Ball rein. Ganz, ganz nervenstark. Wie immer.
um ein Haar gehalten, dieser Elfer. Aber ja, auch wenn es Zentimeter nur sind, aber der Ball ist dann doch nicht zu parieren.